Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu dieser neuen Landwirtschaftssimulator 2017 Folge. Ja, wir befinden uns hier gerade auf der schönen Karte der Stappenbach und wir haben ja in den letzten Folgen Ballen gepresst und in der letzten Folge ja Ballen gestapelt und das ist eben das Resultat von unserem Ballenstapeln, das wir in der letzten Folge gemacht haben mit dem Manitou. Das war relativ erfolgreich tatsächlich, sieht man ja. Sieht zwar jetzt nicht so hochprofessionell aus, aber es reicht auf jeden Fall. Aber in der heutigen Folge werden wir erstmal so ein bisschen wieder aufräumen. Heißt, wir switchen einmal hier in unseren John Deere und fahren einmal zuerst die schöne Ballenpresse weg. Die brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht. Heißt, die wird jetzt unten wieder in ihren Unterstand gebracht. Dort, wo sie hingehört, dann werden wir die ersten Strohballen in die Presse schicken, also heißt schreddern, um eben Stroh für die Kühe rauszubekommen, dass wir in den Stall legen können, um die Produktivität weiter zu steigern. Also Produktivitätssteigerung steht an erster Linie momentan und da sind wir aktuell richtig gut dabei. Hier jetzt erstmal rein rangieren hier in den guten Unterstand. Die Krone-Presse, hier stehen auch andere Sachen, unser Fliegel und. Also hier stehen einige tolle Sachen, die wir auch in Zukunft noch brauchen werden. So, zack, Tür schließen, so. Die geht jetzt zu, sehr schön. Der John Deere muss auch irgendwann mal hier gewaschen werden, aber da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich gegen, ich wollte eigentlich mal kurz tanken, aber das sollte eigentlich noch passend, 300 Liter haben wir noch im Tank und wir sind immer noch am ersten Tag auf der Karte, das darf man nicht vergessen. Da ist also noch deutlich Luft nach oben an Verbesserungen. Wir sind ja, ich weiß nicht, wie steht denn aktuell unsere Produktivität? Wir sind, ja gut, es wird nicht viel sein. Wir haben auch nicht viel im Milchtank. 300 Euro werden wir da ungefähr raus. Naja, nicht einmal. Ein Liter ist nicht ein Euro, aber schauen wir mal, wie viel wir da rausbekommen werden. Es wird nicht viel sein, weil wir halt einfach noch nicht so viele Kühe haben. Da müssen wir noch viel mehr Geld rein investieren. Aber das kriegen wir auch noch hin. Bin ich sehr optimistisch. Jetzt einmal hier das Teil rausholen. Das brauchen wir jetzt als nächstes. Wir machen zwar jetzt keine Mischration, aber wir brauchen eben die Strohballen. So, zack, stellen wir den einmal hier hin. Und hol den Manitou hierher. Manitou einsteigen. Sehr schön. Hol den nächsten Strohball hierher. So, zack. Jetzt ist eigentlich egal, wie man es runternimmt. Ein Glück. Aber es sieht echt gut aus, was wir hier hingestellt haben. Muss ich jetzt so mal echt sagen. Also da wird höchstwahrscheinlich auch in nächster Zeit noch einiges auf uns zukommen, was wir hier hinstellen müssen. Also der Manitou ist echt ein guter Helfer, den wir echt versuchen müssen, irgendwie zu behalten, den Manitou. Beziehungsweise Manitou müssen wir irgendwie noch kaufen. Aber da momentan haben wir nicht so viele Aufgaben für den Manitou. Das wird später interessant werden, wenn wir viel mehr Tiere haben. Da wird der Manitou wirklich dann gebraucht. Momentan, oh nein. Oh Gott. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die doch so verbunden sind noch miteinander. Aber der sollte im Normalfall nicht wegrollen. Aber wir werden trotzdem mal ein bisschen hinschieben. Wie machen wir das am schlauesten? Wenn wir hier so ein bisschen dagegen fahren, wäre das, glaube ich, eigentlich das Sinnvollste. So ganz minimal hier so dagegen. So ein bisschen hier hinschieben. Ne, funktioniert nicht. Ja gut, dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Bisschen ordentlich. Machen wir das Gleiche noch ein bisschen ordentlich dorthin. Umso besser. Dann können wir nämlich noch ein bisschen was hier machen. Hat nämlich echt Spaß gemacht, hier die Ballen tatsächlich so hinzustellen. War echt super. Den Ball nehmen wir dann mit.
Die brauchen wir leider momentan nicht. Deswegen bleiben die weiterhin hier. Den stellen wir mal hier ab. Der wird uns jetzt zwar wegrollen, aber das macht nichts. Den hier müssen wir jetzt einmal wieder gescheit hinstellen. Einmal ordentlich nehmen. So, zack. Aber sonst sieht das echt schon sehr, sehr gut aus, finde ich. Einmal jetzt hier gucken, dass wir das ordentlich hinstellen. So, wieder weg. Sehr schön. Nehmen wir den nächsten Ballen. Einmal diesen Ballen hier nehmen. Den müssen wir erstmal ein bisschen nach vorne bringen. So, zack. Ein bisschen dagegen gefahren, aber das kann man schnell korrigieren, sage ich mal. So, zack. Könnte man natürlich jetzt noch einnehmen, aber das sollte eigentlich auch passen, wenn ich den da drauf bekomme. Aber im Normalfall sollte ich den da gut hinbekommen. Nein, jetzt habe ich ein bisschen bewegt. Bisschen nach unten und dann sollte ich da eigentlich rauskommen. Gut, es sieht... Na wohl, es passt sogar. Jetzt holen wir noch den da hinten. So, zack. Bitte einmal nach unten, genau, dann kann ich den nämlich auch schön gerade nehmen. Wird jetzt ein bisschen schwer werden mit dem Baum da, der hier ist. Aber sollte auch funktionieren, wenn wir den jetzt hier ordentlich nehmen können. Jawohl, sehr schön. Den Manitou müssen wir jetzt auch langsam abgeben, weil die Stunde ist fast vorbei. 11.000 Euro, Den müssen wir dann auch abgeben. Leider müssen wir den abgeben. Weil war ein sehr guter Gefährte hier auf dem Weg, was wir vorhaben. Aber der wird uns auch in Zukunft noch begleiten. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir uns so einen noch holen werden. So, zack. Ist zwar jetzt nicht so stabil, weil unten der eine Ballen da fehlt, der unten noch ein bisschen mitstabilisiert hat, aber das sollte fürs Erste passen. Zack, nehmen wir den mit. Leider verlässt uns der Manitou jetzt. Das war die letzte, diesem Manitou, der letzte Aufgabe leider. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass da noch was reinpasst. So, zack, obwohl ein Ballen würde noch reinpassen, oder? Wie sieht's aus? 12.000, einer würde noch reinpassen, aber ich glaube, die brauchen momentan nicht so viel. Deswegen kippen wir das einfach mal hier rein. So, zack. Schauen wir mal. Einmal abladen. Oh, abladen, hallo. Hallo? Ich würde gerne abladen. Rechts. Links abladen. Hallo, ich würde es gern abkippen. Auskippen. Wird hier nicht. Die brauchen doch Stroh. Ja, Stroh. Aber warum macht er das nicht? Der nimmt hier kein Stroh. Warum nimmt der hier kein Stroh? Wo wollten ihr euer Stroh essen? Normalerweise muss das Stroh doch da rein. Und das sollte eigentlich auch so funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Habe ich jetzt irgendwo einen Fehler gemacht? Habe ich jetzt irgendwo einen Fehler gemacht? Weil normalerweise kannst du aus diesen Teilen eben das Zeug auch in die Silos bringen. Das verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Aber wir geben jetzt mal den Manitou ab. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich verstehe bloß gerade nicht, warum das nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist für mich gerade eine unklärbare Frage, wo ich keine Antwort drauf weiß tatsächlich, warum das jetzt nicht funktioniert und warum ich es nicht auskippen kann. Eventuell muss ich
auf ein anderes Gerät wechseln. Also auf den, nicht auf das Gerät, ein Koppelgerät, sondern auf den John Deere wechseln. Vielleicht würde das dann funktionieren, aber mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal das Teil hier ab, nicht dass der über die Nacht jetzt auch noch weitere Produktionskosten uns entstehen. Dann gehen wir jetzt einmal ab, hier den Manitou zurückgeben. Gerät wurde erfolgreich zurückgegeben. Okay, sehr schön. So, einmal hier vielleicht drauf wechseln, dass wir es dann abkippen können. Das ist jetzt sehr, sehr komisch. So, machen wir jetzt wieder die Hilfe an. Traktor abschalten, B. Den wollen wir nicht abschalten. Aussteigen, E. Ne, er macht es tatsächlich nicht. So, eingeschaltet ist er. Abkoppeln. Fahren wir hier rein. Aus links. Ach, das gibt auch rechts. Aber ich kann es nicht ab. Ich kann es hier echt nicht abkippen. Warum wird hier das Stroh nicht angenommen? Tiere brauchen immer Wasser. Sie benötigen einen sauberen Futterbereich. Und Moment, es gab. Wie war denn das im. Wie war das denn? Aber normalerweise gehört das hier hin. Obwohl, kann ich das. Ich kann hier auch reinfahren. Okay, das gibt dann vielleicht ein bisschen Sinn. Das gibt jetzt doch ein bisschen Sinn, dass ich da reinfahren muss. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an die Gold Crest Valley erinnert. Da war es nämlich auch an einer anderen Stelle, wo du das Stroh abkippen musstest. Aber das gibt natürlich mehr Sinn, dass du auch hier innen dann das Stroh. Es funktioniert. Funktioniert. Das wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Obwohl. Ich habe sie unterschätzt. Aber es hat doch relativ gut gereicht, tatsächlich. Jetzt ist eine Kuh einfach durch mich durch, okay. So, zack. Fahren wir wieder raus, das gute Gerät. Hat doch gut geklappt. Okay. Alles gut. Man muss manchmal einfach die Punkte finden. Tür schließen. Sehr schön. Bringen das auch einmal wieder zurück. Tür zu. Tür schließen. So. Gucken wir mal. Dann machen wir noch schnell sauber gleich. Die Schubkarre hier, die auch ein bisschen im Weg steht. Zack. Also wir werden Stroh sehr, sehr viel brauchen. Das wurde uns jetzt hier bestätigt. Weil 12.000 ist nicht wirklich wenig. Da müssen wir gucken, wie wir das wirklich hinbekommen. Da mit dem Heu vor allem dann auch noch. Das werden wir dann in Zukunft sehen, tatsächlich. Aber das reicht jetzt natürlich erstmal. Wir werden da auch noch ein bisschen was anbauen müssen in nächster Zeit an Weizen. Heißt, wir haben einiges zu tun tatsächlich in den nächsten Folgen. Aber der Tag geht halt langsam auch schon zu Ende. Aber nun müssen wir erstmal noch ein paar andere Sachen machen. Wir werden noch anpflanzen. Wir müssen noch grubbern. Wir müssen noch pflügen. Wir müssen noch so viele Sachen erledigen. Was wir machen müssen, um hier wirklich das Optimale rauszubekommen. Wir fahren aktuell hier drin. Und an. Ach, hier gibt's auch sowas. Okay. Wo ist denn hier der Mist? Wo ist denn hier der Misthaufen? Gibt's hier überhaupt einen Misthaufen? Da ist die Güllegrube. Mist? Wo ist denn hier der Misthaufen? Den finde ich gerade gar nicht. Ja gut, egal, den werden wir schon irgendwann mal finden. Aber wir machen noch ganz schnell die Sauberkeit hoch. Bisschen sauber. Wie ist jetzt aktuell die Produktivität? 18%, das ist noch nicht. Misthaufen 0. Na gut. Produktivität, das ist auch noch sehr gering. Aber das kriegen wir alles hin in den nächsten Folgen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Oder wir müssen auch optimistisch sein, dass wir das hinbekommen. Aber ich glaube schon, dass wir das schaffen werden. Momentan bin ich guter Dinge.
Oh, 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 was war das denn? Einmal hoch. So, zack. Machen wir noch schnell den Stall sauber. Und dann passt das auch für die heutige Folge. Dann haben wir einiges erreicht. Hier noch ein bisschen sauber machen. Aber dafür finde ich tatsächlich das hier wirklich gut. Was wir jetzt machen. Fürs Stall sauber machen finde ich das Teil wirklich, wirklich nicht schlecht. Also für Stallarbeiten ist das das optimale Werkzeug. Auch wenn das hier ein bisschen, naja, die Bodenplatten vielleicht ein bisschen nicht gleichmäßig gesetzt sind. Weil sonst würde, glaube ich, das nicht passieren. Dass ich hier irgendwo immer wieder hängen bleiben würde. Und wenn ich es zu hoch mache, dann sammelt es auch nichts ein. So. Aber das hat gepasst. Haben wir ein bisschen sauber gemacht. Ist zwar jetzt nicht so dreckig gewesen, aber wir haben auch noch nicht so viele Kühe. Die sollen sich natürlich auch wohlfühlen. Wo habe ich jetzt irgendwas vergessen? Sauber. Nur 88%. Wo ist jetzt nicht sauber? Das ist jetzt so eine Frage, die ich mir stelle. Wo muss ich denn noch sauber machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Wo muss ich noch sauber machen? Wo muss ich denn hier noch sauber machen? Wo ist denn hier noch ein Punkt, wo es hier dreckig ist? Hallo? 88%. Ich sehe jetzt hier keinen Punkt, wo ich noch sauber machen muss. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir aber rausfinden. Das kriegen wir schon noch raus. Wo da jetzt gerade der Punkt wäre, wo wir auch noch sauber machen müssten. Aber das werden wir sehen in den nächsten Folgen. Das werden wir alles noch sehen. Da bin ich richtig, richtig optimistisch. Wir parken das Teil jetzt erstmal hier in dem kleinen Unterstand. Weil den werden wir noch in nächster Zeit öfters brauchen. Deswegen einmal hier unterstellen, das passt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns.